Hallo ihr Quirlinge, es geht weiter mit dem Quirplay von Gears Tactics. Wir sind in Akt 2 und die zweite Nebenmission steht bevor. Vorher gibt es die Beute der ersten Nebenmission beansprochen. Wir haben 4 blaue Kisten, querblau und voller vieler schöner Sachen. Da hätten wir Chorrüstung, Onyx-Helm, Chorrüstung, Kadetten-Schienbeinschoner, Chorrüstung, Ranger-Kit und Mod-Longshot, holographisches Zielfernrohr. Das letzte hatten wir schon mal. Das hier, Ranger-Kit, hatten wir auch schon mal. Das hier, Schnitter, kommt mir unbekannt vor. Und das hier oben, ja, wir hatten schon mal irgendeinen Onyx-Helm. Ob das der war, weiß ich nicht. Egal. Wir gehen erstmal in die Kaserne. Wir haben noch einen Platz frei im Heldenraster hier. Ah ja, jetzt sieht man hier. Diejenigen, die in der letzten Episode in die Nebenmission gelaufen sind, die sind jetzt hier als auf Reisen markiert. Das waren Darren, Haley, es war Mikaela und August, genau. Die sind jetzt nicht verfügbar, die kann ich auch nicht anpassen, weil die eben gerade rollenspielerisch gesehen die Mission machen, deren Beute wir gerade eingelagert haben. Und dementsprechend müssen wir noch eine zweite Mission machen. Die erste geht weg, jawohl. Und eine von zwei steht noch zur Auswahl. Was machen wir denn da? Brennende Rache. Vorratsbeschaffung. Setze in der Mission keine Scharfschützen ein. Hämmerbürstdrohnen machen mehr Schaden. Oder brennend Blitz. Töte mindestens 8 Gegner in einem einzelnen Zug. Das ist ein Modifikator, der sogar die Sache einfacher macht. 25%ige Chance, eine Aktion zu erhalten, wenn eine Einheit getötet, einen Gegner tötet. Also hier steht, Späher haben von einem militärischen Objekt erfahren, das im Kampf gegen Ukon eine große Hilfe sein könnte. Oder hier, wir haben Nemazisten ausfindig gemacht, die auf dem Weg zu einer Reihe wertvoller Ausrüstungskisten sind. Ich glaube, ich tendiere zum brennenden Blitz. Das hier oben, das ist nicht schön mit 200% Schaden. Und ich glaube, wir machen genau das. Wir machen, wobei das hier ist... Ach komm, man muss immer die Missionen spielen, die einem am unangenehmsten vorkommen, weil bei denen lernt man am meisten. Insofern machen wir brennend Rache all der Vorratsbeschaffung. Hui! Okay, jetzt suche ich mir mal ein paar Leute aus, die hier mitkommen sollen. Und wie in der letzten Episode angekündigt, werde ich die ganze Ausrüstung aus dem Video rausschneiden. Zeige euch am Ende aber, wer mitkommt natürlich und was diejenigen so tragen. So, da bin ich. Die Truppe steht und es gibt eine Neuigkeit. Wir gehen mal durch. Ich nehme mit Sid und der hat Folgendes dabei. Ich habe jetzt hier zum ersten Mal die Spielmechanik, dass man gewisse Sachen nicht mitnehmen kann, weil die gerade von der anderen Truppe, die parallel auf ihrer Nebenmission unterwegs ist, ebenfalls gebraucht werden. Insofern ist es alles nicht optimal. Das hier kann ich hier zum Beispiel nicht geben, weil das gerade mit Orcus unterwegs ist, dieses Ding. Also hat er hier einen Standard Schaft. Er hat Magazinerweiterung, er hat plus 5 Genauigkeitsbonus und hier plus 15 Schaden. Halt. Dann hat er so eine Snap-Pistole heißt das. Richtig. Und er hat die normalen Granaten, weil die guten Granaten sind ja auch unterwegs. Er hat als Helm Regulator, 10 Lebenspunkte und der größere Explosionsradius. Und oben trägt er das Delta-Kit, mehr Lebenspunkte und die passive Fähigkeit Autolader. Er hat also eine Chance, einmal nachzuladen, also einen Schuss nachzuladen automatisch. Das ist schön. Und untenrum gibt's den Veteranenbeinschutz mit mehr Lebenspunkten. So, Sid ist ja eine Vorhut. Mit anderen Worten, damit verletze ich oben das optionale Ziel nicht. Dann Marcella. Da fangen wir an. Primäre Waffe. Sie hat den Genauigkeitsbonus hier. Sie hat mehr Munition da. Sie hat hier nochmal Genauigkeitsbonus und sie hat noch ein bisschen mehr Schaden hier. Sie hat auch eine Snap-Pistole. Da war noch eine übrig. Sie hat normale Granaten. Da muss ich nicht mehr reingehen, weil das trifft für alle zu, außer derjenige, der die Schirmgranate hat. Und sie hat helmmäßig den Onyx-Helm, mehr Ausweichen und die Optik. Damit hat sie eine Chance, also höhere kritische Trefferchance. Sie hat außerdem mehr Lebenspunkte und die passive Fähigkeit unauffindbar. Gegner verursachen minus 40% weniger Schaden, also 40% weniger Schaden mit Feuerschutz bei ihr.
Und untenrum gibt es was Schickes, nämlich mehr Lebenspunkte und Granatengürtel als Ausrüstung der Urholzer. Die Abklingzeiten der Splittergranate und der Stimmgrade dieser Einheit sind verkürzt. Genau. Und sie ist eine Späherin. Damit verletzt sich auch nicht die Nebenbedingung. Dann geht's zu Damiano Tier Highland. Der hat hier einen Energiegriff. Hier eine Magazinerweiterung. Da eine Präzisionsadapter. Bonus auf Genauigkeit. Und hier einen Energielauf. Mehr Schaden. Sekundärer Art hast du hier eine Snap-Pistole. Du hast die Splittergranaten. Die normalen hellmäßig hast du Ölregulator, Explosionsradius und mehr Lebenspunkte. Das kennen wir auch schon, habe ich mehrfach. Obere Hälfte, da hast du die Jägerhülsen. Passive Fähigkeit Champion. Wenn du jemanden killst, wird jeder Verbündete um 5% seiner maximalen Lebenspunkte geheilt. Und du hast ein bisschen mehr Ausweichen. Und untenrum gibt es Zerstörer, Beinschutz, mehr Lebenspunkte und Schwergewicht. Du hast eine Schadensreduktion. Und du bist Waffenexperte, damit habe ich auch hier oben keinen Scharfschützen dabei. Und schließlich Daniel Rippel-Dippel, das ist der zweite Sanitäter neben Gabe. Der hat primärwaffenmäßig hier eine höhere Trefferchance durch einen schmalen Schaft. Er hat Genauigkeitsbonus und mehr Munition durch das Magazin. Er hat das Diagnose-Visier, damit kann er mehr heilen, wenn es notwendig sein sollte. Und er hat ein bisschen mehr Schaden durch den Energielauf. Sekundärmäßig hast du eine normale Pistole, weil die anderen Pistolen sind alle unterwegs. Wir haben ja nur 7 Stück. Die ersten 4 sind im ersten Team und die anderen 3 sind bei den anderen Kollegen. Für dich war keine mehr übrig. Du hast natürlich dann die Stimmgranaten als Heiler. Als Helm hast du den Urregulator mit dem Explosionsradius. Das gilt wahrscheinlich nicht für Stimmgranaten. Da sind wir uns mittlerweile ja relativ einig, dass das dafür nicht gilt, weil es ja andere Helme gibt, die für Stimmgranaten explizit gelten. Deswegen wird das hier wohl nicht gelten. Aber alle anderen Helme, die du zur Auswahl hast, sind in Gebrauch. Insofern nehme ich lieber den als gar keinen. Dann hast du obenrum Lebenspunkte und Resistenz gegen kritische Treffer. Und untenrum Zerstörer, Beinschutz, mehr Lebenspunkte und auch das Schwergewicht. Also Schadensreduktion, sogar 10% in deinem Fall. Okay, du bist ein Sanitäter. Damit verletze ich oben diese Nebenbedingungen nicht. Und jetzt geht ihr Mäuse einfach mal los und macht mir bitte keine Schande, ja? Auf geht's. Im Zielbereich herrscht höchste Nemazistenaktivität. Bleibt aus dem Sprengbereich und begebt euch schnell zu den Ausrüstungskisten. Sprengbereiche klingt nicht gut. Ausrüstungskisten klingt gut. Das reimt sich. Ich bin hier für Reime zuständig. Zeit zum Handeln. Nemazisten wollen Kisten. Erstmal will ich gucken, welche Kisten es überhaupt gibt. Wir haben hier eine. Okay, das ist auch der einzige Weg, den ich gehen kann. Also müssen alle über genau diese Brücke. Ich könnte nach unten gehen. Das ist aber relativ tödlich. Warum sollte ich das tun? Gibt es dafür einen guten Grund? Noch eine Kiste? Ja, das wäre doof. Dann kommt jemand unten, ist auch gar nicht wieder hoch. Kann man hier unten drunter durchgehen? Nee, noch nicht mal das. Also, es macht keinen Sinn, hier runter zu laufen. Kann aber sein, dass da Gegner herkommen. Dann haben wir hier oben weitere Kisten. Achso, alle Kisten sind mir angezeigt. Hier ist eine. Und das sind mehrere. Ich soll 3 sammeln. Oh je, also da muss ich mich aufteilen. Da muss ich mich aufteilen. Wenn ich alle haben will. Will ich alle haben? Nein, natürlich nicht. Okay. Warte auf Befehle. Wir gehen jetzt hier lang. Was soll man machen? Was bist du für einer? Du bist Sid. Sid kann sich gleich mal hier diese Kiste schnappen. Der kann regenerieren. Bewegung. Hey. Was heißt denn hier hey?
ich gehe mal auf Risiko. Und gehe nicht in Deckung. Speer meldet sich. Du dorthin. Wie weit kommst du? Du kommst auch noch bis dahin. Waffenexperte auf Standby. Mhm. Ja, du kannst dahin gehen. Verstanden. Los geht's! Warum bleibt ihr nicht einfach oben? Da standen wir gerade noch. Raus aus dem Explosionsradius! Ja, ja. So. Yep. Sid steht ganz vorne, das schreit nach einer Granate. Kriegt ihr es hin, dass alle vier weg sind? Geht das? Na komm schon. Das kriege ich nicht hin. Aber der Kleine ist dann fast weg. Dann machen wir es halt so. Werfe Granate! Made erledigt! Genau. So, du bist jetzt wieder dran. Und du hast ja den Bajonettangriff. Du kannst ja jetzt auf diesen Typen zurennen und ihn erledigen. Richtig, richtig. Greife an! Da kommst du auch weit nach vorn. Da könnt ihr noch was lernen. Oh ja. Und schießt dem jetzt ins Genick. Erwischt. So, ein Mann-Armee Sid ist fertig mit seiner Runde. Okay, also, ich habe hier eine Kiste. Die ist schwierig. Warum ist sie schwierig? Weil hier von unten dieser Explosionsradius nach oben schreitet und der ist in zwei Runden ist der da. Ich weiß nicht, wie ich das noch holen soll. Wenn, dann kannst du es nur du machen. Aber du bist überhaupt nicht schnell genug. Da muss man jemanden haben, der mehr Aktionspunkte kriegt, glaube ich. Das funktioniert so alles nicht. Bin dran. Aber lauf mal darüber. Ich hör zu. In der nächsten Runde sehen wir mehr. Linksrum haben wir keine Kiste, weil linksrum ist hier schon das alles zu Ende. Ich kann nicht noch nach links scrollen. Das geht nicht. Geradeaus wäre eine Kiste. Die kann sich aber eher Sid noch holen, weil der da schon dran steht. Also gehst du auch eher... Warte mal, hier ist eine Treppe, richtig? Nee, wo kann man denn hier runter? Wie komme ich denn hier rüber? Über diesen... Ich muss über diese Treppe laufen. Oh, das ist übel. Das ist gut zu wissen. Also nochmal, das ist ja hier diese Straße. Und da komme ich gar nicht drüber, weil es gibt jetzt hier in der Wand keine Leiter und man kann auch nicht runterspringen, meine ich. Und selbst wenn ich runter... Ah gut, wenn ich runtergesprungen wäre, könnte ich hier rüberlaufen. Da gäbe es eine Treppe. Aber blöde Frage, wenn du jetzt da hingehen würdest, du kannst hier nicht runterhüpfen. Ich meine, runterhüpfen ginge nicht. Das geht nur so für halbhohe Sachen. Wenn du da hin willst, dann musst du sonst woher kommen. Nee, dann müssen sich wohl... Also hier könnte man vielleicht runterspringen, aber vielleicht auch nicht. Dann müssen sich alle über diese Brücke hier irgendwie orientieren und dieser Brücke hin... zu dieser Brücke hin orientieren. Mit anderen Worten. Auf dem Weg. Nimm auch du die Beine in die Hand. Dahin. Höre klar und deutlich. Ja, und du auch. Komm erstmal da raus irgendwie. Bereit machen für den Angriff. Boah, ist das übel, wie weit das voranschreitet. Also ich kann
diese Kiste vergessen. Wie soll ich jemals zu dieser Kiste kommen? Die steht in der nächsten Runde schon in der roten Zone. Das heißt, ich könnte jetzt hinlaufen. Müsste sie in der nächsten Runde dann aber holen. Und dann, um dann aus dem Bereich herauszukommen. Du stehst dem der Kiste am nächsten. Du könntest versuchen, da wir offenbar auch gerade keine Gegner haben, du könntest versuchen, ihr irgendwie zumindest nahe zu kommen. Auch wenn ich nicht glaube, dass du in der nächsten Runde hier rein und dann wieder rauskommst. Das ginge nur, wenn wir durch Hinrichtungen die Aktionspunkte geben könnten. Ja, und ihr müsst euch dann schon mal... Achso, da ist noch einer. Das kann aber Sid machen. Hoffe ich. Na, du bist Marcella. Ach, du kannst sprinten. Ach so. Ah ja, okay. Was heißt das jetzt? Ah, du kommst mit... Ah, du kommst mit einem Aktionspunkt durch den Sprint relativ weit. Dann haben wir vielleicht doch eine Chance, die Kiste zu holen. Weil sie hat danach ja immer noch zwei Aktionspunkte. Mach das mal. Du musst dann eh darüber. Also ist das schon gar nicht so verkehrt, wo du jetzt gerade bist. Lauf mal so weit, wie es geht. Nehme Position ein. So. Und jetzt... Diese Einheit erhält plus eine zusätzliche Aktion zu Beginn des nächsten Zuges. Hm. Ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt den Aktionspunkt jetzt in die nächste Runde verschiebe oder ob ich den jetzt benutze. Das hilft mir bei der Kiste nicht. Du kannst aber mal dahin. Dann stehst du zwar in der roten Zone, brauchst aber nur einen Aktionspunkt hin. Einen zurück um die Ecke. Vielleicht schaffst du es ganz, ganz knapp. Verstanden. Ich höre. Ja. So, Sid sollte sich ganz dringend hier um diese Kiste kümmern. Hab hier Ausrüstung gefunden. Und dann kannst du auf kürzestem Wege schon mal irgendwie in Richtung dieser Brücke da laufen. Und schaffst es bis dahin immerhin. Kein Problem. Bewegung! Die Dinge werden komplizierter. Der macht sogar alles kaputt. Okay. Zeit zum Handeln! Dich lasse ich mal relativ spät rankommen, weil vielleicht kriege ich ja eine Hinrichtung irgendwo hier hin. Dann hast du einen Aktionspunkt mehr. Wir haben hier Sid. Der kann nicht granatisieren. Wir haben hier dich. Du könntest granatisieren. Das solltest du jetzt auch tun. Damit wir die Brüder erstmal los sind. Alle drei. Das kann nicht verkehrt sein. Granate unterwegs! Ziel ausgeschaltet. Mhm. Soweit, so gut. Du. Okay. Kannst hier schießen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit triffst du 95? 95 ist gut. Wobei... Das wäre eigentlich sogar noch besser. Geht das ohne weiteres? Ja, zwei Punkte, da bin ich den auch los. Mach. Bin dran! Ich möchte seine Granate noch sparen. Wobei, du hast sowieso die Stimmgranate. Du bist ja der Doktor. Deswegen hast du auch die Säge dabei. Das ist irgendwie logisch. Jetzt ist die Frage... Du könntest hier einmal versuchen zu schießen. 10% ist aber zu wenig. Bereit.
Du kannst gar nicht treffen. Oder? Doch, kannst du. Also, theoretisch. Auch 10%. Ich spekuliere mal darauf, dass in der nächsten Runde nicht auch gleich wieder Gegner vor mir abgeworfen werden. Warum ist das wichtig? Weil ich mich dann in der nächsten Runde komplett aufs Laufen konzentrieren kann. Aber wir müssen alle irgendwie da noch drüber kommen. Eigentlich müsstest du zur Stelle den Bajonettangriff machen. Also, du musst dich eigentlich fast schon aufs Laufen konzentrieren, weil du bist weiter von der Brücke entfernt als die beiden. Wenn du jetzt deine wertvollen Punkte damit vergeudest, dort hinzuschießen, dann stehst du... Könntest dir schlecht ergehen. Mit anderen Worten... Waffenexperte auf Standby. Ich hör zu. Mit anderen Worten, du versuchst mal dein Glück. Oder ist es hier besser, der Wumme? Ah ja, 15%. Ach, du kannst auch jemanden befähigen. Ah, ich verstehe. Moment, das ist dann wichtiger. Jemanden zu befähigen ist wichtiger. Nur wen befähigst du? So, lass mich kurz überlegen. Du könntest sie befähigen. Ja, dann muss ich die Befähigung machen. Nein. Kannst du sie befähigen? Geht das? Ein Verbündeter erhält eine Aktion. Ja, jetzt. Nicht nachlassen! Ich hör zu. So. Dann ist deine Runde vorbei. Du bist aber auch sicher in der Runde. Bist in Deckung und nicht im Bombenbereich. Warte auf Befehle. Bei dir müsste ich überlegen, ob ich mich nicht irgendwo so hinstelle, dass ich eine gute Trefferchance sehe. Was habe ich hier? Schießen mit plus 30% Trefferchance. Nee, das wird wohl nichts werden. Verstanden. Geh dahin. Stell dich rein. Ja, schwer atmet. Oder ich stelle dich einfach in den Feuerschutz. Wie wäre denn das? Ist vielleicht besser. Warten wir mal ab, was Sid machen kann. Sid muss ja sowieso irgendwie in die Richtung laufen. Das ist zu wenig. Also kann Sid genauso gut erstmal dahin laufen. Bewegung. Und kannst du den jetzt ausschalten? Geht das? 95%, zwei Schüsse. Geht. Jede Menge Blei. Sogar direkt tot, keine Hinrichtung. Schade. Naja, dann kannst du ja noch hier irgendwie weiter hüpfen. Dann weiß ich auch, dass... Mhm. Nee, warte mal. Ja, du auch gleich. Aber du musst dann deinen letzten Aktionspunkt nicht zum Feuerschutz machen. Du kannst dann einfach hier mal rüber. Ich glaube, das hier ist fast besser. Bin dran. So, du hast jetzt einen Aktionspunkt geschenkt bekommen vom Kollegen. Das hier ist... wahrscheinlich einer, richtig? Einer hin, einer zurück und zwei um die Ecke, das geht. Ich wollte gerade sagen, was passiert da jetzt? Ich war doch noch gar nicht fertig mit ihr. Jetzt verpisst du dich um die Ecke, soweit dich deine Füße tragen. Nehme Position ein. Vorsicht, heiße Maden-Action. Okay. Keine neuen Gegner. Erledigen wir das. Gut. Ich ziehe erstmal die
vor, die okay. ganz hinten sind. Du kannst nicht sprinten, du hast keine Chance, irgendwas Besonderes zu tun, irgendwie besonders schnell zu sein. Deswegen. Dahin jetzt. Nehme Position ein. Bereit. Du nicht. Sid wird das aber irgendwie hinkriegen. Wobei, Sid ist weiter weg von der Brücke. Warte auf Befehle. Wenn du hier runter gehst, es geht nicht. Richtig, es geht nicht, ja. Du kannst bis um die Ecke rum sogar. Bis dahin. Dann mach das jetzt. Ja. Du gehst... Halt, Moment. Du sollst gar nicht dran sein. Du, Waffenexperte wobei du hier. Sogar noch sicher bist. Du kannst bis in... kannst bis da vorn hin gleiten. Mach das. Verstanden. Ja. Und du schließlich. Wie weit schaffst du's? Rede mit mir, Liebes. 2 Punkte. Du kommst bis da hoch. Achtung! Locust voraus! Erledigen wir das. Nee, noch ist kein Locust da. Lukas, nicht Lukas. Du stehst in der roten Zone. Sanitäter hier. Ja. Wie weit kannst du denn rennen? Du rennst bis da ganz nach vorn, soweit es halt irgendwie geht. Kein Problem. Ah. Oh, die Treppe hoch und dann über so eine Kiste. Das ist schwierig. Du bist Sid. Du bist auch relativ weit hinten. Ich würde dich auch eher nach vorn ziehen, soweit es irgendwie geht. Zum Beispiel ja dahin. Waffenexperte meldet sich. Dich ziehe ich auch so weit wie möglich nach vorn. Und der der Kiste am nächsten steht, der hat die Muße, selbige auch einzusammeln. Habe das Ziel im Blick. In Bewegung. Hab's. Mhm. Und du kommst bis... Ja, komm bis dahin. Wer weiß, ob nicht vor mir Leute abgeworfen werden und dann das Feuer eröffnen können. Bereit machen für den Angriff! Da unten, aha. Zeit zu gehen! Drei nicht so. Ich höre. Du kannst nicht granatisieren. Sanitäter auf Standby. Du kannst granatisieren, bist aber der Sanitäter. Na gut. Du kannst nicht granatisieren, aber in der nächsten Runde wieder. Speer auf Standby. Du kannst granatisieren. Wenn du es tätest, wie weit kommst du denn? Ja, du kommst da sogar fast bis hin. Das heißt, es ist doch sinnvoll, wenn du... mit einem Punkt mal... Das ist zu viel. Na, gefühlt lieber dahin. Verstanden. Dahin gleitest und dann deine Granate. Achso, Sprint kannst du auch wieder machen. Gut zu wissen. So. Krieg ich euch irgendwie alle weg? Nee. Ich krieg die beiden weg. Die beiden kriege ich sicher weg. Den da oben, das kriege ich nicht hin, dass die alle weg sind. Dann machen wir es lieber sicher so. Werfe Granate! Sehr gut. Eliminiert, richtig. Deinen einen Punkt, wenn ich den nicht brauche, würde ich dir vielleicht als Vorahnung in die nächste Runde mitgeben. Mal gucken. Ja. Bleibe in Alarmbereitschaft. Du bist relativ weit hinten. Waffenexperte auf Standby. Wen kannst du denn treffen? 50%. 10%.
65%ige kritische Trefferchance. Kritte den bitte weg. Mach keinen Scheiß, ja? Ich sagte, mach keinen Scheiß. Das war Scheiß. Oh, gestriffen. Schade. Aber du bist ja noch mit am sichersten. Du kannst eigentlich die ganze Runde da verharren, wo du gerade bist. Wobei die Frage ist, ob ich nicht einen... Wenn das jetzt schon in die Hose gegangen ist. Nicht jetzt lieber einen Feuerschutz auf die zwei beiden da mache. Zumindest auf den davon. Wenn hier einer hoch will, dann kriegt das mit dir zu tun. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Dann muss ich deine beiden Punkte dann noch aufsparen. Yep. Die Gegner haben keine Granaten, deswegen könnte ich ja einfach dahin ziehen. Und nochmal probieren, den einen wegzuballern. Gegen den kann ich relativ wenig tun im Moment. Der steht zu sicher. Aber dann steht er halt. Ist mir auch egal. Vorwärts! Deckung suchen. Ein Verbündeter und Deckung erhält plus 14% Chance auf Ausweichen. Nein. Sammeln. Okay, das ist auch nicht das Problem. Angriff mit dem Bajonett. Nein, nicht jetzt. Der unten muss versuchen hochzukommen, weil sonst ist er Bombenfutter. Wenn er dann so schlau ist. Mit anderen Worten, ich habe jetzt hier keine besondere Fähigkeit, die ich einsetzen könnte, meiner Ansicht nach. Kann also versuchen, einmal hier zu treffen. Daneben geschossen! Ihr seid echt Experten. Höre klar und deutlich. Ja. Du bist der Sanitäter und du kannst gar nichts machen. Du kannst mal hierher kommen. Auf den Weg! Du kannst jemanden befähigen. Jemanden befähigen. Höre klar und deutlich. Du hast noch einen Aktionspunkt. Wenn du sie befähigst, kann sie hier vorziehen und dahin schießen. Ob das reicht, um den Typen umzuschießen, ist natürlich eine andere Frage. Yep. Du hast noch einen Aktionspunkt. Ich würde... Ja, das kriegt nicht. Das geht mit der zweiten Wumme besser. Auf jeden Fall den Bruder da hinten. Und dass der da auch nicht durchkommt. Also der soll mal schön im Feuerschutz stehen. Bin dran. Sanitäter auf Standby. Du hast sogar noch 2 Punkte. Du kommst da aber gar nicht ran, oder? Nee, knapp nicht, wie es aussieht. Oder? Das ist schwer zu sehen. Meiner Ansicht nach kannst du ihn nicht in den Feuerschutz stellen, weil der Feuerschutz vorher zu Ende ist. Also müsstest auch du auf die Pistole ausweichen. Weil die kann tiefer Feuerschutz machen. Dann machen wir das. Auch auf den. Oder auf den. Naja, du kannst auf jeden Fall den Feuerschutz machen. Die Frage ist, ob ich den noch mit in den Feuerschutz reinnehmen muss. Ja. Du kannst einmal schießen. Das hat 13%. 10%, das ist mir alles viel zu wenig. Deswegen befähigst du bitte deine Kameradin hier. Nicht nachlassen! Ja. Wenn ich jetzt nicht nachlassen ins Mikrofon sage, auch mit dem entsprechenden Pathos, kriegt ihr dann alle einen Aktionspunkt hinzu? Das wäre schön. Also er ist durch. Sie könnte jetzt mit der neuen Aktion... Sie könnte theoretisch sogar sprinten. Nee, kann sie nicht. Das ist alles zu komisch hier. Du kannst da nicht durch diese Lücke sprinten. Das ist keine gerade Linie. Dann machen wir genau das nicht. Ja, auf damit. Den Sprint brauchst du hoffentlich oder vielleicht noch in der nächsten Runde. Wenn du jetzt volles Risiko gehst und läufst dahin,
Was hast du da für eine Trefferchance? Weiß ich nicht. Ah, das ist jetzt echt böse. Oder du machst jetzt den Feuerschutz. Wie weit kommst du denn damit? Ah, du kannst ganz gut den ganzen Bereich überwachen. Dann mach du mit deinen zwei Punkten den Feuerschutz. Alles im Blick. Und dann hast du noch zwei Punkte frei und mit denen würde ich auch Feuerschutz machen. Allerdings mit der Pistole. Auf die beiden. Auf diese beiden. Geht das? Es geht so irgendwie. Halte Ausschau. Ja. Anschnallen, Leute. Einfach ab. Okay, Hinrichtung möglich. Bereit? Ja. So. Yep. Du bist am hintersten. Aber irgendwer muss ja mal wegen was gegen diesen doofen Feuerschutz da tun. Kampfunfähig machen 67%. Kampfunfähig machen auf den da hinten. 46%. Wie sieht's bei dir aus? Kampfunfähig machen. 87. 68. Okay. Dann mach du doch mal den da kampfunfähig, damit der erstmal dieser Feuerschutz weg ist. 87%. Bitte mach keinen Scheiß. Letzter Schuss! So, der ist schon mal weg. Dann seid ihr im Spiel. Hey. Kannst du mit der Pistole ihn kampfunfähig... 24% ist mir zu wenig. Kannst du ihn treffen? 17% ist mir auch zu wenig. Bereit. Hier ist ein Feind. Du bist ganz vorn. Wenn du den Punkt hier machst, mit der Hinrichtung, ist aber knapp, wirklich knapp an der... Das geht's... Ja, doch, so ginge es. Die Frage ist nur, wo du hinläufst. Kannst du vorher den Feuerschutz brechen? Auf ihn 56%. Du hast getroffen, das hat aber irgendwie nicht die Wirkung gehabt, die ich eigentlich hätte haben wollen. Das ist schlecht. Ich bin hier. Ich überlege echt, ob ich auf diese Hinrichtung überhaupt spekuliere. Ich könnte auch eine Granate werfen, dann ist das Thema hier vorn durch. Mhm. Wenn du hier vorläufst... Dahin. Dann hast du alle Möglichkeiten. Mach das mal. In Bewegung. So. Du kannst einerseits dort treffen. Was ist denn da? 62%. Das ist einfach noch zu wenig. Du könntest aber ihn auf jeden Fall auf die Säge nehmen. Da bin ich das Problem los.
Aber der da stört mich. Was könnt ihr machen? Okay. Du hast noch 2 Punkte übrig. Das ist nicht schön. Könntest du eine Hinrichtung machen? Das ist für dich zu weit. Das ist für dich zu weit. Also ist es für dich besser, dass du einmal irgendwo hier hingehst. Weiter kannst du nicht. Kein Problem. Und da nochmal zu schießen versuchst, vielleicht. Prozent. Ach so, ich nehme mal die Waffe. 57, aber dann tödlich. 21. Dann versuch doch du mal dein Glück auf dem da. 57%. Aha. 2 Hinrichtungen möglich. Es wird ja besser. Sanitäter auf Standby. Was kannst du machen? Du kannst doch hier mal die erste Hinrichtung machen. Genau jetzt. Bin dabei. Dachte ich mir. Okay. Du hast sie erwischt. Jetzt hast du wieder eine Aktion mehr. Bleibe in Alarmbereitschaft. Wenn du schießt, hast du eine 79%ige Chance, den zu treffen. Mit der großen Wumme sind es 43. Ich fände Bayonettangriff gut, aber dazu müsstest du den Feuerschutz irgendwie vorher weggekriegt. Ja. Bekommen, kriegen. Also, bist du wieder im Spiel? Prozentige Chance, den Feuerschutz wegzukriegen. Also bitte. So. Okay. Was? Jetzt kannst du den Bajonettangriff machen. Bist du bereit für das? Genau. Im schmutzigen Nahkampf. So. Yep. Warte auf Befehle. Du hast noch 3 Punkte. Kriegst du mit deinem einen Punkt, den du jetzt noch hast, die Hinrichtung dorthin? Das kriegst du nicht, denn weil der ist zu weit weg. Wollen wir noch eine Kiste? Wir haben hier noch eine Kiste, die könntest du dir in der nächsten Runde holen. Haben wir noch eine? Nein, das ist die letzte. Es wäre gut, wenn du noch einen Aktionspunkt bekämst durch die Hinrichtung, die du sowieso nicht machen kannst, also bekommst du den ja auch, den Punkt. Die Frage ist nur, wer die Hinrichtung macht. Mhm. Wahrscheinlich der Doktor hier. Bin dran! Blute Magre! Bleibe in Alarmbereitschaft. Mhm. Eine Made weniger. Du mühst dich jetzt hier mal so hoch und ich hoffe, dass da niemand hingeworfen kommt. Genau. So, und du hast jetzt sogar 4 Punkte. Bereit. Du hast 2. Ihr könnt euch schon mal hier irgendwo aufstellen. Vielleicht ein bisschen verteilt, falls doch nochmal jemand kommt. Mit anderen Worten, du eher dann hinten rum. Da so. Dann könntest du auch noch die Kiste holen, falls das irgendwie notwendig wäre. Beziehungsweise geh du mal dahin. Den einen Punkt brauche ich jetzt vielleicht gar nicht.
Dann kannst du die Vorahnung machen, kriegst den einen Punkt dann in der nächsten Runde. Genau. Punkt. Es geht ums Ganze. Ja. Los geht's! Das läuft gut, finde ich. Bereit oder nicht, ihr Penner? So, jetzt ist die Frage. Sie kann sprinten. Dahin zum Beispiel. Kostet einen Punkt. Oder sie geht erstmal einen Punkt hier hin. Dann kann sie maximal sprinten. Wobei das Sprinten, das sorgt nicht dafür, dass sie das Ding dann aufheben kann, richtig? Richtig. Stehst du näher Warte dran? Ab. Du bräuchtest zwei Punkte, um es aufzuheben. Und kommst dann sogar ein wieder zurück. Du stehst dann irgendwie hier so. Mit der Kiste. Bereit. Sie könnte jetzt dahin sprinten. Die Frage ist, wie viele Punkte sie dann braucht, um diese Kiste aufzuheben. Das müsste ein Punkt sein. Also einen hin, einen zurück. Also ein Punkt, einen hin, einen zurück und wieder her. Sie wäre dann weiter hier. Also soll ich das mit ihr probieren? Verstanden. Was natürlich nur sinnvoll ist, wenn sie jetzt hier tatsächlich nur einen einzigen Punkt braucht, um das aufzuheben. Das ist aber der Fall. Richtig? Oh. Ein Punkt, ja. Dann heb das Ding jetzt auf. Hast du zwei Punkte, um noch zurückzulaufen. Und die bringen dich bis wohin? Naja, immerhin wieder bis hierhin. So. Dann kannst du da hinten weg. Dich brauchen wir da nicht mehr. Gegnerverstärkung rückt näher, wurde gerade gesagt. Was heißt das? Weiß ich nicht. Aber da ich euch in der Runde sowieso nicht alle in den Kreis kriege, kannst du auch gemächlich dich noch hier aufbauen und dort irgendwie die Richtung Feuerschutz machen. Warte auf Befehle. Und du, naja, in die andere Richtung haben wir irgendwie nicht so wirklich großartigen Schutz. Aber du könntest zum Beispiel dahin gehen. Für den Fall, dass tatsächlich Gegner aus der Ecke nochmal kommen, was ich im Moment nicht sehe, weil da ist ja das Spielfeld auch bald zu Ende. Kann man aber hier mal Feuerschutz machen. Alles im Blick. Du stehst auch kurz vorm Extraktionskreis. Du kannst Feuerschutz ebenfalls machen. In die Richtung. Falls da was auftaucht, ist es dann weg. Schussfeld festgelegt. Und du mit deinem einen Punkt machst Feuerschutz in die Richtung da, falls da was kommt. Und Marcella hat keine Punkte mehr. Bin dran. Okay. Waffen bereit? Gut. Jetzt sollten wir ganz dringend alle in diesen Kreis. Alle. Geh da rein. Nehme Position ein. Yep. Geh da rein. Ja. Du auch. Und du sowieso. Ja. Kein Problem für mich. Wir haben das optionale Ziel, eine Zusatzkiste und wir haben, glaube ich, auch alle anderen Kisten uns geholt. 1, 2, 3, 4, 5 Kisten waren das. Also 6 blaue Kisten
Und wir haben Meister-Zielfernrohr, passive Fähigkeit, Expertise. Das kann man bestimmt gut gebrauchen. Eingabetaste. Und Fortuna Audaces oder Darkest Sequitur. Irgendwas mit Glück. Damiano darf auf Level 3 aufsteigen und auch Daniel Rip. Ne, Ripple Dipple. Naja, Rip Dipple. Naja, Ripple Dipple bist du bei mir. Du darfst auch aufsteigen. Das machen. Achso, Sid auch. Level 5. Bis auf Marcella. Allein Level Up. Sehr gut. Dann gucken wir uns diese Level Ups an. Aber wie üblich machen wir das im nächsten Teil. Bis dahin.